Ach, da unten ist diese komische Winde, diese Kurbel, die man irgendwie die Brücke bedient oder sowas. Gut. Kann man hier lang? Nein. Okay. Guten Tag. Ich erinnere mich dunkel an Sie. Ich weiß nur, dass Sie groß und sehr mächtig waren. Man kann nicht mit Ihnen reden, offensichtlich. Und... Ah ja, dann schützt ganz gut. Okay, ein Doppelschwungmaste. Verstehe ich. Okay, der ist schon ein bisschen ekliger. Mhm. Vielleicht. Kurz irgendeine Attacke, damit ich genau das machen kann. Machen wir den Schild bitte nochmal. Nein, das ist nicht wie ein Schild. Kann man eigentlich? Kann man nicht! Okay, okay, okay. Richtig habe ich den Mechanismus noch nicht gefunden, um dich irgendwie zu töten. Jetzt aber. Springen! Ah. Ja, okay. Verdammt! Okay. Fehlende Reichweite ist gerade ein bisschen das Problem. Ich praktisch nur die Sprünge lösen kann, aber finde ich noch nicht ideal. Alter, ich hab doch gerade getroffen, ich bitte dich. Dein Shit ist ja unnormal. Warte mal, warte mal, warte. Nicht, dass du das eben zurückgehst und nicht regenerierst. Hallo. Jetzt aber, komm. So, wie kriege ich für dich? 1500, das ist sowas wie angenehm. Gute Frage. Gefühlt hast du noch mehr als die Hälfte. Okay, gute Frage, aber grob die Mitte hast du schon. Okay. Wahrscheinlich habe ich gefühlt mehr als die Hälfte, weil ich... Aber erst zwei davon? Jo. Ich gehe erstmal zum Leuchtfeuer irgendwie. Tut mir leid, aber ich weiß, dass es hier ist, irgendwie hier links. Pass auf, Leuchtfeuer, ja. Aber passt vor allem auf, was für ein fantastischer Ausblick das hier ist. Ist doch viel geiler als das Leuchtfeuer. Naja, nee, ist nicht geil. Nichts ist geiler als ein Leuchtfeuer, sind wir ehrlich. Die DLC-Eingänge kommen ja auch noch. Und alles. Ach, die DLC-Eingänge. Also mehrere DLC-Welten, dementsprechend dachte ich, es wäre nur eine. Ach, guck mal, da ist jemand, aber erstmal kümmere ich mich darum. Ah, wunderbar. Oh, ich habe jetzt hier 10 Estus-Flakons. Das ist natürlich nett. Hallo, mein Freund. Oder meine Freundin, weiß ich nicht. Well, Freundin. You are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Estus-Flakon verstärken, aber gerne. Eine Feuerhüterin sehen wir benötigt. Das ist ärgerlich. Na gut, dann reden wir noch ein bisschen. What is it? What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? Das stimmt. A gatekeeper and a guide.
That is my calling. Okay. Hast du noch was zu sagen? The bonfires attended by the keepers are special. They are linked to one another, and their flames never die. Yet never shall the keepers of these flames meet. Ja, wir haben leider schon gesehen, wie eine gestorben ist und dadurch auch das Feuer erloschen ist. Und ich lese gerade, es gibt noch viel zu tun. Du gehst davon aus, dass es die Prepare to Die Edition ist, wo alle DLCs drin sind. Das ist tatsächlich die Prepare to Die Edition, ja. If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. Okay, danke. If you require rest, ah ja, okay. Gut. Wir bräuchten eine vollhüterin Seele, um das Ganze zu verstärken. Okay, irgendwas meinst du mit Fürst? Wer gewinnt? Dem soll ich gehen, wenn ich würdig bin, oder wie? Okay, das ist schön. Ich gehe erstmal zu den beiden Dudes hier gerade rechts, weil ich mal gerne wissen möchte, ob da noch irgendwas liegt, was ich mitnehmen möchte. Eine Kiste oder irgendwas in der Richtung. Ich meine, eigentlich ist er ganz angenehm, weil er ganz ruhig, ihr macht nichts groß hier irgendwas. Wenn euch nicht irgendwie zu nahe tritt. Aber ich muss euch leider zu nahe treten, weil... Ist hier irgendwas... Eigentlich nicht, ich will trotzdem mal gucken. Da ist eine Kiste, siehste. Ah ja, okay. Man kann die einzeln anlocken, das ist sehr gut. Ich will mal probieren, hinter ihm zu kommen. Ungefähr so. Ah ja, das kann auf jeden Fall besser. Ich bin hier gerade irgendwie in die Enge getrieben, was erstaunlich ist, weil es echt ein verdammt großes Terrain ist. Gut. Der ging doch schon mal wesentlich schneller. Man könnte richtig leveln, wenn man das wollte, glaube ich. Lauf! Da du bist gestorben, mein Freund. Clown ist gestorben. Na gut, habe ich mir so ein Glück, wieder herzubekommen und doch mal meine Seele insgesamt auf 7167 zu steigern. So. Ich hoffe, das kann man hier durch. Guck mal, es sieht doch aus, als ob das ein Bogen ist. Weil man irgendwie davon Spaß hat, dass hier irgendwie Lord Gwyn ist oder sowas. Guck mal, überall sind Rundbögen, nur hier ist ein Spitzbogen. Kann natürlich ein architektonisches Ding sein, aber glaube nicht so richtig daran. Das Schöne ist, dass ich hier 10 Estus-Blockons bekomme. Das heißt natürlich auch, dass es hier diese Gegend wahrscheinlich gefährlich ist. Wahrscheinlich ein völlig anderer Zusammenhang mit der Anzahl der Estus-Blockons. Wahrscheinlich immer da, wo eine Feuerhüterin ist, kriege ich wahrscheinlich mehr davon. Aber gut. Mal schauen. Dann leuchten sie auch schon grün, meine liegen gebliebenen Seelen. Ich mache es mal genauso wie jetzt gerade eben. Erstmal den einen. Uiuiui. Da war jemand schlecht geschlafen, was? Oh, ein bisschen näher, bitte. Ich will nämlich ungern, dass dein Chef hier oder dein Bruder oder dein, keine Ahnung, deine Ehefrau relativ nah in unseren Rücken hier rein wirbelt. Das war mal richtig schlecht, Lars. Ein bisschen aufpassen. Keine Ausdauer mehr. Oh Gott. Oh Gott. So, jetzt komm halt her und stirb. Das ist so ein relativ schlecht. Ich will die beide einfach töten, aber aus Prinzip schon. Ich will die Kiste hinten haben. Das ist, wenn man sich irgendwann zu sicher fühlt. Oder einfach zu nah an so einem Bonfire dran ist, dann wird man einfach zu unvorsichtig teilweise. Im Prinzip ist der ja auch nicht viel anders als der Eisengolem, den wir bereits erledigt haben gerade.
Auf viel engeren Raum übrigens. Aber mit dem Schwert bin ich an sich nicht unzufrieden. Hätte ich jetzt auch Ziele gehabt? Habe ich nicht. Ja, gut. Ja, komm, bitte noch ein bisschen näher. Gut. Shit. Okay, das war nicht so schön. Jetzt springst du zu deinem Bruder. Okay. Und zumindest zu nah an deinen Bruder ran. Jetzt ist es besser. Das war ein guter Treffer. Noch so ein Ding, du bist tot. Sei natürlich. Ja, ich scheitere. Sehr schön. Gerade mal einen Flakon genommen. Man kann nicht. Viel zu tun. Ich gehe mal saufen. Viel Erfolg noch. Rest geht dann in naher Zukunft auf YouTube. Das ist völlig richtig. Dann lass dir mal schmecken, mein Freund. Klar. Ich finde natürlich gut, dass mein Schild auch ziemlich gut ist. Ah, ich habe mich wenigstens getroffen mal. Weg, 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 weg. Meine Güte, und ich verhärte mich hier gerade den Kabeln. Eigentlich müsste ich ein bisschen weg, aber er sperrt mir gerade den Weg. Komm mal an den Schildschlag. Noch Zeit. Was habe ich getan? Ein Menschlichkeit habe ich genommen. Was nützt mir das denn? Ich will mein Essflakon haben. Und wieder klappt der Sprung nicht. Okay, Achtung. Gut. Jetzt. Meine Güte. Diese Kabel bringen mich gerade um. Guck mal, erhänge ich mich noch an diesen Kabeln, während ich hier Dark Souls spiele. Das wäre aber ein tragischer Tod. Jetzt. Ich habe noch gleich. Hat er mich schön erwischt. Alter, ich habe dich doch gerade fast erwischt. Der ist echt eklig, der Schlag. Oh, Gottes Willen, das dauert ewig mit euch beiden. Meine Güte, ja, alle wünschen dir Glück beim, oder viel Spaß beim Trinken. Viel Spaß. Ja, freut mich. So, wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Wie, du bist das irgendein verdammter... Bist du nicht. Sehr gut. Was kriege ich von dir? Dämonen-Titanit. Und jetzt muss ich kurz mal wieder meine Kabel hier ordnen. Alles fühlt sich unter meinen Füßen wieder. Weil ich immer angespannt so ein bisschen nach oben erhole. Da ist kein... keine Kiste. Ärgerlich. Na ja, gut. 3000 Seelen, was kann ich denn heute anfangen? Nichts, aber auch gar nichts. Da werde ich gerade mal hier reingehen, mir noch ein bisschen mehr Flakons holen und dann schauen wir mal weiter. Also, wenn sich schon wieder weitere Wächter, kann das sein. Gehen wir also erstmal nach links. Erstmal die offensichtlichen Bereiche abgrasen. Gut. Der Stream noch? Ich glaube, der Stream läuft noch. Zumindest wird nichts anderes angezeigt. Das freut mich. Das freut mich.
so, man kann ja geradeaus weitergehen und in die Hölle irgendwann gehen, das ist richtig, da muss ich letztendlich auch hin. Aber wir gehen doch erstmal zu euch beiden Kameraden, weil es so viel Spaß gemacht hat gerade. Hey. Da ist noch einer. Nee, ich will schon mal, da ist eine Kiste, das sind zwei Kisten. Bin mir ziemlich sicher, dass die Kiste rechts eine Falle ist übrigens. Allein schon, weil die ganzen Schriftzüge davor stehen. Ich wollte nichts kaputt machen, aber du? Sehr gut. Ich bitte dich. Ich habe dir doch gerade wunderbar eine reingehauen. Jetzt. Ein kleiner Schlag, dann bist du tot. Allerdings ein kleiner Schlag und ich bin tot. Einmal das. Dann habe ich hier den nächsten Gegner da vor mir. Schön. Jawohl, noch einmal, dann ist er Geschichte. Aber ich werde es ja wohl schaffen, mir einmal um dich rumzukommen und diesen hier zu machen. Jetzt ist nicht dein Ernst. Wie konntest du da nur verfehlen? Sagt ja ein wenig vorwurfsvoll. Komm, mach was. Ah. Verdammte Axt. Das habe ich jetzt so weit gekriegt. Was mache ich denn gerade? Zauberei Seelenspeer. Ja, ja. Ein Zauberer müsste man spielen. Er könnte einfach weglaufen und die ganze Zeit wegpieken. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass auch Zauberer hier, keine Ahnung, wahrscheinlich von ihrer Ausdauer oder irgendwas in der Richtung zehren und dann auch nur die Ausdauer als Mana haben. Oder vielleicht haben sie auch Mana-Balken noch und der auch sich nicht regeneriert. Was geht, Red Bull X? Das Anolondo geht, mein lieber Freund. Jetzt zerlege ich noch schnell hier Smaug und den anderen Fuzzi. Nee, werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen, aber. Ich würde mich arg wundern, wenn ich ihn noch erreichen würde. Wenn ich sie noch erreichen würde. Okay! Yeah! Komm. Ja. Doppelschwung. Warum mache ich das? Ich habe die böse Taste gedrückt. Renn weg! Das war schon knapp. Okay, du willst auch mal nur in diesem Terrain hier bleiben, ich verstehe. Wie computerhaft von dir. Mhm. Also das war wirklich gerade pures Glück, dass ich gerade erledigt habe. So, bevor ich mich hier an ihn mache, werde ich erstmal gerade meine Seelen greifen. Das wäre ja schon so ein paar. Also, ich habe ihn praktisch auf den Fuß gehauen, das, auch wenn ich vom Schild abgelenkt wurde. Kannst mir gerade nicht erzählen, dass es kein Problem für dich war. Spring ruhig zurück. Nee, liegt dir nicht so. Das wärst du schon diese Rüstung an. Wahrscheinlich ist dir irgendwas Schlimmes in der Kindheit passiert oder sowas. Oder du bist, keine Ahnung, bist von deiner Freundin verlassen worden. Denkst dir so, ach komm, von hier aus geht's.
Okay. Alles klar. Du fühlst dich jetzt sehr verletzlich, deswegen trägst du diese fette Rüstung. Wahrscheinlich ein ganz schmächtiges Kerlchen da drin. Vielleicht nicht ideal. Ich will die anderen Typen nicht aktivieren. Jawohl. Alter, ich bitte dich. Ah, Gott. Es ist doch nicht dein Ernst. Was ist denn das für ein dummer Tanz, den wir hier aufführen? Jetzt. So, heilen. Die Boten sind echt unangenehm. C, sind alte Wachen. Die wollen dich nicht töten, sondern nur fernhalten. Das ist natürlich ein recht gutes Argument. Die wollen mich fernhalten? Was bist du denn für ein Typ? Ach, warte mal, bist du nicht der Typ mit dem Hammer? Bist du nicht einer von denen? Smoke oder Ornstein oder wie auch immer der heißt? Heißt die so? So, ich weiß, einer von euch beiden Kisten ist eine böse Kiste. Ich bin mehr als gewillt, diese böse Kiste jetzt endlich mal zu töten. So, Funke-Titanid. Ja, vielen Dank. Das heißt wohl dementsprechend, dass du wahrscheinlich eine böse Kiste bist. Stich dementsprechend. Oh ja. Ah ja. Was geht denn mit dir? Der trittert mich noch. Weg! Wissen, was mit Leuten passiert, die... Ja, ja, fick dich. Eieieiei. Ja. Und das weiße Funkeln verrät mir, dass du einen endgültigen Tod gestorben bist. Freut mich. Eine Kristallhellebarde habe ich bekommen. Kristallwaffen sind, glaube ich, zerbrechlich. Extrem zerbrechlich, oder? Und ich denke, du sollst mit deiner Vermutung bei der Kiste nicht recht behalten. Da hast du völlig recht gehabt, offensichtlich. Wir haben beide recht gehabt. Achtung vor dir, Lügner, ja. Das habe ich nämlich damals erstmal darauf hingewiesen. So, ich will rausfinden, was es mit dieser Kristallhellebarde auf sich hat. Gargoyle Kristallhellebarde. 242 Schaden, das ist schon nett. Okay. Die ist schon nett. 242 bis 119, hat aber wahrscheinlich eine Haltbarkeit. Wo ist denn die Haltbarkeit? Robustheit 20. Diese Waffe ist eine Mischung aus Speer und Axt mit einem langen Schaft. Die Handhabung ist schwierig und erfordert Kraft und Geschick. Es gibt zwei grundlegende Angriffsarten mit der Hellebarde: speerähnliche Stöße und weiche Schwünge. Doch ein Fehlschlag entblößt die Verteidigung des Angreifers. Die habe ich damals ganz gerne verwendet, mit dem lieben Tefgal, also mit dem Tefgal-Charakter. Ich nehme an, guck mal, eine Hellebarde macht 110 Schaden, eine Kristallhellebarde macht 242 Schaden. Ich gehe also davon aus, auch, guck mal, DD ist das hier, also Stärke und Beweglichkeit jeweils D. Und hier ist es DC, Beweglichkeit ein bisschen mehr. Du hast 20 Robustheit und du hast 200 Robustheit, okay. Das heißt, ich werde es in dem Fall jetzt nicht verwenden, aber es ist schon mal schön zu wissen.